So, meine Freunde, willkommen back in the business of Let's Play Paladins. Und ja, heute probieren wir Ash. So, Ash ist ein Tank, wie man relativ leicht erkennen kann. Ihre normalen Angriffe fliegen nicht sonderlich weit. Dafür machen die aber Flächenschaden, wie ihr seht. Also wir machen den allen drei hier Damage. Und das ist ziemlich gut, um ja die Mitte anzugreifen und zu verteidigen. Mit dem Rechtsklick ladet ihr euren Granatenwerfer so auf. Und wenn ihr dann einen Gegner aus sehr kurzer Distanz in die Fresse haut, dann fliegt er weg. So, euer F ist so ein richtig weiter Dash, den ihr aber erstmal aufladen müsst. Und wenn ihr mit dem jemanden trefft, dann wird der auch zurückgeworfen. Und dann auch das Q, das ist einfach so ein Schild, das könnt ihr da hinstellen. Und das bewegt sich so langsam nach vorne. Und das könnt ihr zum Beispiel so gut bei so Durchgängen benutzen oder so, um die quasi komplett zu blockieren. Zum Beispiel auf Lichtmoor eine sehr gute Situation für Ash. Und zu guter Letzt haben wir dann die Ulti und mit der jumpt ihr nach vorne. Und jetzt errichtet ihr so eine Arena und solange ihr da drin seid, könnt ihr einfach kein Damage kriegen. Und das ist auch mega stark, um die Mitte zu halten. So, das ist das Kit von Ash und dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt rein in die Runde. Follow my lead. So, wir nehmen einfach die Standardsachen. Wir sind, wie gewohnt, natürlich im klassischen Modus, sodass alle Karten auf Level 4 sind. Die Gegner haben einen Genos, aber er steht nur so rum. Und Torvald steht auch nur so rum. Das sind anscheinend Premates. Ich stehe nur so rum und er steht nur so rum. Das heißt, die werden wahrscheinlich ziemlich gut zusammenspielen, was das für uns sehr erschweren wird. Die haben auch noch einen Meldamba, also zwei Supporter. Dann hier Willow und Tyra. Wir haben auch zwei Supporter, Miseris und Jäger, dann eine Kinesa und einen Talus. Und wir kaufen uns... Was ist denn gut gegen die? Kauft man sich das als Tank? Ich kaufe mir mal Flinkheit. Meisterreiten. Und versuche mal vor dem da zu sein. Damit wir dann schon mal ein Schild aufstellen können und alles. Und ja, damit wir die ersten Prozente hier halt kriegen. Dann hauen wir den hier auch nochmal weg. Und ich habe gerade überhaupt nicht an das Kackfeuer von der Tyra gedacht. Das war echt blöd. Das habe ich echt gerade verbockt. Also der erste Punkt wird ziemlich safe an die Gegner gehen. I'm sorry for that team. Das war richtig bad von mir. Oh, und ich sag ja, da sind die Premates schon direkt am Start. Das ist ein bisschen Abfuck für uns und wird das Ganze für uns ziemlich erschweren. Hey, komm her. Nice, den kriegen wir. Dann wollen wir uns mal hier sputen, um wieder direkt an die Action zu kommen. Wenn jemand nah an mich rankommt, dann fliegt er. Und jetzt einfach den Torwald hier fokussen. Geil, Alter. Geil gemacht. Nice, Sarish. Wir haben tatsächlich den Punkt noch gekriegt. Stellen wir uns mal hier hin, einfach damit wir kein Damage vom Genos kriegen können. Ich stelle mich hier hin, kein Damage vom scheiß Feuer. Und hier ein Schild. Oh, nice, dann haben wir das Payload am Start. Da oben ist ein Meldamba, der nervt. Wir können halt auch immer so mega geil so irgendwie auf Ebenen raufschießen und so, nur ihr habt halt echt wenig Range, das ist das einzig Doofe quasi. Aber zum Beispiel die oben kann ich da richtig gut nerven. Und den Genos da. Jetzt auch. Scheiße, das war jetzt doof. Da die Willow ist da oben die ganze Zeit geblieben. Konnte mich easy holen, da um die Ecke. Ich weiß nicht, ich hole mir mal nix, damit ich mir gleich... Also wenn ich noch viel Gold krieg, kann ich mir noch ein paar nice Sachen holen. Aber wenn ich eben keins bekomme, dann möchte ich mir gerne nachher nochmal flinkes Reiten da, oder wie das Ding heißt, da holen, damit wir dann noch schneller beim Punkt sind nächstes Mal und den möglichst auch kriegen. Wo sind die Gegner hier? Da, einfach draufhalten. Ich lade den einmal und hau... Ach so, warte, das ist unsere Seite hier, natürlich. So gut. Die Kinesa ist hier, okay. Ich versuche mal den Genos mir zu holen. Zusammen mit dem Talus klappt das super. Versuche mal die hier zu nerven. Oh, scheiße, die Tyra holt mich. Okay.
Okay, also es scheint irgendwie gar nicht so schlimm zu sein, dass die beiden Premates sind. Da scheinen wir ganz gegen gut anzukommen, aber Tyra, der Tankkiller, nervt mich ziemlich viel mehr. Weil Tyra ist wirklich krass, ein krasser Tankkiller. Ich muss mich einfach mal ein bisschen auf meine Healer hier verlassen. Damit ich kein Damage von kriegen. Und dann pushen wir hierbei weiter. Jetzt hat er mich hier erwischt. Der Genos. Da kommt ein Schild hin. Nochmal, um alle zu schützen. Und dann versuchen wir hier Tyra mal zu holen. Und einfach Damage auf den gegnerischen Tank. Das ist auch immer gut. Oh, scheiße, da habe ich verkackt. Aber, nee, die Tyra ist tatsächlich gestorben. Und hat einen Double Kill geholt. Also ich würde sagen, das läuft super hier. Aber noch sind wir am Pushen. Ich möchte aber jetzt nicht gleich meine Ulti verwenden, weil die benutze ich lieber gleich, wenn wir um den Punkt kämpfen. So, hier noch ein kleines Schild hin. Oder soll ich die Ulti mal machen? Der darf mich nur nicht silenzen. Das wäre nämlich echt bad. Da möchte ich gerne nicht... Ah, schade. Da haben sie uns jetzt vertrieben. Mit den Willows-Dingsies. Also wir holen uns auf jeden Fall Meisterreiten. Meisterreiten heißt das. Und dann hier, du hältst 10% mehr Heilung von anderen Spielern. Da wir eben zwei Healer haben, ist das, denke ich mal, ganz schlau. Und nur der Janice hat Cauterize. Was für uns natürlich ziemlich gut ist. Bei uns ist es aber genauso im Team. Hat auch nur einer Cauterize. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir mehr Cauterizes im Team hätten. Ach so, nächste Runde. Geht gleich los, 1-1 steht's. So, wir sind jetzt natürlich relativ schnell. Mit dem Meisterreiten Stufe 2 sind wir hier direkt am Punkt. Dann hauen wir hier direkt ein Schild raus. Und stellen uns so hin, dass uns die ganze Flächenschaden, die die Gegner raushauen, nicht unbedingt frontal trifft. Und dann versuchen wir jetzt hier mal erstmal die Tyra zu holen. Und hier mal wieder direkt hinzuspringen. Auch wenn der Torwald uns weggeultet hat, dann kriegt er nochmal hier was ab und fliegt in unsere und in unser Team rein. Ich ult hier mal, damit ich hochgeheilt werden kann, ohne vorher zu sterben. Und dann versuchen wir hier die Willow zu kriegen. Du fliegst weg. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem sterben. Ich hau mal... Ah, schade. Konnte ich nicht mehr schnell genug abhauen. Aber wie viel Prozent haben wir geschafft? Ich denke, es war relativ gut von uns. Und der Genos, der steht halt nur so rum. 90% haben wir tatsächlich. Die Gegner jetzt aber 45. Aber ich bin ja wieder sofort am Start. Du fliegst. Dann hier ein Schild hin. Und dann versuchen, immer auf der anderen Seite zu sein als die Tyra. Also auf der... Ja, auf... Ihr versteht schon. Ah, jetzt habe ich leider gerade keine Munition mehr gehabt, aber sie geht trotzdem drauf von der Ceres. Dankeschön dafür. 2-1. 2-1 steht's, Leute. Der Genos, der ist Diamond, der hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und der, Torwald, der ist Platin. Da dachte ich, würden wir haushoch verlieren. Aber wir schlagen uns echt gut gerade und das finde ich mega cool. So, du fliegst. Ah, das war vielleicht nicht die beste Idee. Krieg ich bitte Healing? I need Healing. Leute? Schade. Hätte ich da ein cooles Ceres Heal bekommen oder so, wären wir sicherlich wieder hochgeheilt worden. So, wir haben jetzt Meisterreiten Stufe 3. Damit sind wir übel schnell, wie ihr seht. Sind wir sofort wieder am Start. Dann kommt hier ein Schild hin. Du fliegst. Ah, hier ist das ekelhafte Feuer. Das nervt mich jetzt natürlich ein bisschen. Aber du fliegst wieder. Und du auch. Komm, fliegt einfach alle. Ich fokussiere mich mal ein bisschen auf den Top. Bitte? Enemy Triple Kill? Ich stehe nur so rum, hat einen Triple Kill geholt. Hä? Wie hat er da bitte durch mein Schild durchgeschossen? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch gerade. Der hat doch da gerade ganz klar durch den Schild geschossen. Okay.
Danke, Ceres, für den Heal. Der war gut. So, der kommt jetzt hier nicht so schnell weg. Wo ist die Willow eigentlich? Da. So, wenn sie hier gleich... Nein, sie kommt nicht mehr da an. Oh, jetzt rennen wir wieder weg. Aber dann, ich gehe jetzt mal direkt mit dem F hier an den Wagen. Hier ist irgendwo der Gegner. Da ist der Meldamba. Der geht aber auch drauf. Alter, gehst du jetzt mal... Ich ult mal, um hier nicht direkt von der Tyra zu sterben. Der Torwald geht drauf, damit haben sie nicht mehr so viel Leben am Start. Ah, ich habe es leider nicht geschafft, dass sie fliegt. Ich lasse mich nicht vom Genos treffen. Das ist wichtig. Ah, das war mein ganzes Team irgendwie weg. Leider konnten wir nicht mehr so viel machen. Ich hole mir nochmal Verjüngung. Die beiden auf jeden Fall jetzt ganz hoch gelevelt. Ich kriege auch relativ viel Credits, weil ich sehr viel am Payload bin und auf dem Punkt, was ihr eben als Tank machen solltet. Es funktioniert ziemlich gut, diese Runde bei mir. Ich möchte hier gerne die Willow holen. Da gehen wir direkt wieder ran, hier. Kriegen wir die? Ich muss leider nachladen. Schade, da holt mich die Willow von da oben, aber die Tyra haben wir noch bekommen. Ah, da waren leider zu viele aus meinem Team down und allein kann ich da nicht so viel machen. Aber wir haben uns, denke ich mal, ganz gut geschlagen. 2-2 steht das. Okay, es geht los. Wir sind schnell unterwegs. Gleich sofort am Punkt. Kriegen schon mal ein paar Prozente hier. Machen ein bisschen Damage am Torwald mit unserem Flächenschaden. Oh nein, bitte nicht. Ich weiß nicht, wen ich fokussieren soll jetzt. Also die kann mir gerade tatsächlich nicht so viel, die Willow. Den stoßen wir weg. Ah, das war... Oh, nice, ich habe ihn trotzdem noch getroffen mit meinem F. Jetzt ist er erstmal ein bisschen low. Müssen auf jeden Fall auf den hier Healing machen. Na, da habe ich dich gehört schon. Da konnte ich schon mal meinen Granatenwerfer aufladen. Da kommt jetzt erstmal ein Schild hin. Weil da werden sie jetzt langkommen. Da haben wir schon das Escort. Das Escort, Alter, das Payload. Okay, ihr müsst euch weg. Wegen der Willow. Die würde mich sonst holen. Aber so können wir sie kriegen. Danke. Geil. Dann können wir wieder zum Payload zurück. Oh, ich werde nochmal hochgeheilt. Da gehen wir schnell ran. Und pushen das mal. 3-2. Okay, 3-2. Geh mal hier vor und stell ein Schild hin. Jetzt damagen wir ein bisschen den Dude hier. Ich schieße da einfach mal rein. Oh, der ist jetzt hier, okay. Torwald, aber wir kriegen die die Tyra. Du fliegst. Da kommt ein Schild hin. Damit wir den mal ein bisschen Damage hier machen. Und wir laden schon mal den Granatenwerfer auf. Denn gleich wird hier sicher jemand langkommen, den wir wegschubsen müssen. Genau. Nice. Das läuft super. Da kommt das Schild hin. Tyra wird hochgestoßen. Kann nicht wegkommen. Sie hat noch geultet. Das habe ich gesehen. Wo ist die Willow? Die nervt mich jetzt gleich bestimmt wieder. Du kriegst Damage ab, Willow. Ich werde hochgeheilt zum Glück. So, da geht erstmal... Fucking hell. Das war das schlechteste... F, was ich jemals ge... Da muss ich ulten. Da gehen wir raus auf die... wie heißt sie? Die Tyra. Ich werde wieder hochgeheilt hier. Danke, liebe Healer, dafür. Ihr macht einen guten Job. Der geht drauf, der Meldamba. Da kommt ein Schild hin. Ich werde wieder hochgeheilt. Mega cool. Dankeschön. Das geht... Fuck. Okay, doch, der Genos geht drauf. Wir haben gewonnen. Ich würde sagen, das war mega solide gespielt, Alter. Eine mega gute Runde. Ich würde sagen, das war mal eine mega coole Runde mit Ashe. Hat mir mega Spaß gemacht, die zu zocken. War relativ spannend auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Das könnt ihr mir sehr gerne zeigen mit einem Kommentar und einer Bewertung. Da freue ich mich jedes Mal mega drüber. Auch nochmal vielen Dank, wie das bis jetzt so läuft immer. Mach das super gerne. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonnier doch auch gerne diesen Kanal. Das kann ich dir mega empfehlen. Der beste Kanal auf YouTube. Und dann war es das schon von heute mit Ash hier in Let's Play Paladins. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn das war's heute von Drangedacht. Träumt er süß und gute Nacht. Tschüssi, Leute.